Portion, auch noch zwei kleine Stückchen. Also es war ein großes Filet, aber weil da viele Gräten noch drin waren, habe ich die im Tausch mit rausgeschnitten. Das zeige ich euch beim nächsten Mal. Und deshalb haben wir jetzt zwei dicke und zwei dünnere Stückchen. Aber ist auch nicht so schlimm, so kann man es nämlich viel besser auf den Salat drapieren. So, so kann die ganze Sache so ein bisschen vor sich hinbraten. In der Zeit gucken wir mal nach den Kohlrouladen. Ich glaube, die sind fertig. Die hole ich jetzt mal raus. Erstmal ein bisschen Ordnung machen. So, allzu viel Platz haben wir hier nämlich nicht. Und das verzottelt sich manchmal nicht mehr. So. Dann haben wir hier eine Backfläche, eine Unterlage für die heiße Auflaufform. Ich glaube, das macht es besser. So, boah. Das ist richtig heiß und dampft, man sieht es, ne? Sieht gut aus? Die sehen echt gut aus, ne? So, die nehme ich jetzt mal raus. Stell die erstmal hier hin. Und wenn der Fisch fertig ist und wir gegessen haben und die Rouladen ein bisschen abgekühlt sind, dann denke ich, werde ich da eine Soße draus machen. Also dann kommt so ein bisschen die Soße aus der Form in einen Topf. Die binden wir ein bisschen an, mit ganz wenig Mehl vielleicht. Und dann wird es eine runde Sache werden. So, dann würde ich sagen, drehen wir jetzt den Fisch mal um und dann ist er auch schon fast fertig. Gucken wir mal, neue Pfanne. Oh, super. Perfekt. Am besten ist der Fisch dann eigentlich, wenn er noch ein bisschen glasig im Sinne ist. Gucken wir mal, wie wir es hinbekommen. Super. Na, endlich klappt es mal hier. Mit den alten Pfannen ist der nämlich immer wunderbar angebracht. Aber jetzt haben wir eine tolle neue Pfanne. Und das klappt mega gut. So. Dann gucken wir gleich, vielleicht ist er fertig. Und dann gehen wir uns nochmal zum Anrichten. Bis dann. So, Fisch ist fertig. Sieht richtig gut aus. Jetzt können wir anrichten. Anrichten klingt ja so vornehm. Sind wir überhaupt nicht. Aber ich glaube, das könnte toll aussehen. So, nehmen wir mal ein Krümelchen Salat, würde ich sagen. Zack. Und dann packen wir unseren Skrei Winterkabeljau. Guck mal, sieht ja nicht mega aus. Den packen wir hier einfach oben drauf. Ja, und dann kommt noch ein Schluck von unserer schönen Dill-Zitronensoße. So, oh, mega cool. Ich glaube, das kann man so machen. Zack. Na, wenn das nicht lecker ist, oder? Sehr schön, freut mich selbst. Naja, jetzt gibt's Abendbrot und... Ja, wir sehen uns irgendwann dann mal wieder. Bis dann. Tschüss.